dritte, vierte dann aufnehmen, weißt du? Und das immer so, dass jeder zwei Folgen mal so hin und her macht. Dann der Aufnahmeplan habe ich mir gedacht, dann das musst du machen. Okay, Lukas, ich fahr schon Sonntag, zu meinem Aufposten. Jeden Sonntag. Sonntag 10 Uhr. So ungefähr, das ist jetzt die erste Folge. Da kann man nicht regelmäßig sein. Ja. So, das geht jetzt noch in den Anfangsstadien und so. Und also, leider müssen wir, es ist halt wirklich scheiße, dass wir das Projekt neu starten müssen, nur wegen dem scheiß Hackangriff. Ihr habt ja gestern alles. Ja, aber zum Glück war die Map auf Autospeicher in Deak, weil. Aber diese Person hat da anscheinend wirklich auch dazu noch Minecraft-Mische gehackt. Denn der hatte eindeutig Host einstellen, der konnte die ganze TNT explodiert anschalten. Also kannst du der Erik gewesen sein. Weil der war ja Moderator. Nein, wir wollen jetzt eh nicht direkt beschuldigen, aber. Ja, aber. Ja, ich weiß nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, das. Ja, stimmt schon. Wir haben gesagt, dass er nicht online kommt. Dann hat er irgendwie gesagt, ja, das will nerven oder so. Nicht so weiter. Ja. Gell, der wollte mich gestern nochmal nach dem Hackangriff, hat er mich angerufen über WhatsApp. Der hat nur gesagt, dass er nicht online kommt. Und er hat sogar kurz erwähnt, dass er in Minecraft drin war. Das meine ich ja auch. Da hat er wirklich gesagt, ja, ich bin in Minecraft drin. Aber er kommt in Minecraft rein, aber angeblich tut er. Er sagt zuerst, er sei Minecraft spinnt, das geht nicht. Und dann auf einmal sagt er ja was mit WLAN. Ja. Andersrum. Zuerst sagt er, WLAN geht nicht, und dann sagt er Minecraft geht nicht. Ja. Also irgendwie ganz komisch. Den schlechteren Fake gibt's gar nicht. Das ist echt ein bisschen. Sag doch halt, du hast keinen Bock zu spielen. Ja, ist doch so. Da kann man auch wenigstens sagen, ja, okay, das ist ehrlich. Ja. Wenn du sagst, ja, okay, ja, ich hab heute keinen Bock, ich hab heute keinen Bock zu spielen oder so, dann würden wir es wenigstens akzeptieren, würden sagen, ja, okay, ja, keinen Bock. Aber nicht direkt immer so Lügengeschichten aus dem. Ja, also wenn man lügt, sollte man wirklich sich sicher sein, dass man wirklich lügen kann. Und wenn man es nicht kann, kann man es nicht. Also Leute, wir dürfen auch Materialien, was wir brauchen, um weiterzubauen, auch aus dem Quetschfilter holen. Deswegen wundert euch nicht bei mir im Video. Ja, weil es langsam echt anfängt zu nerven und so. Ja. Es ist einfach nervig, immer wieder neue Rohstoffe zu sammeln. Das ist echt schwer, besonders bei meinem Außenposten. Also bei meinem Außenposten ist das eine riesen Ausnahme, weil ich brauche echt viel Korken. Und das kann man einfach nicht alles fahren. Aber ich weiß, dass ich mir noch was ändern werde an meinem Außenposten. Und zwar an Sachen Schönheit eigentlich. Drei Blöcke sind das noch. Und ich werde meine Ecken noch ändern. In meinem Auspost anzutun. Wird so eine Art Geschäftsteil. Okay. So eine Art. Hast du eigentlich schon die, von mir die, die Kuhfarben gesehen? Nein. Da sind gerade mal zwei Kühe drin. Ein großes und ein kleines. Mit so Weiterpflanzen, mit so Weizen. Da kannst du dich Weizen und Muster eigentlich unten schauen. Soll ich dich teleportieren? Ja, mach das mal. Ach hier, ja. Guck mal, ich hab sogar Glowstone gefarmt, weil ich bin letztens in Nether gegangen, gestern Abend noch. Und hier habe ich halt den Weizen angepflanzt. Mal würde ich hier so machen, dass hier runter geht zu einem Bunker, aber. Ja, ich brauche vielleicht im Bunker noch einem extra Gebäude oder so. Brauchst du Steak? Ich brauche ein Steak. Okay. Weil ich habe nämlich einen halben Steak. Wir brauchen aber vielleicht Wolle. Ich habe keine Wolle. Kannst du gerade fahren gehen? Wieso ich? Weil ich wollte gleich an Außenposten weitermachen. Ja, dann gehen wir da hin. Brauchst du ein Bett oder was? Nein, für Teppich und so weiter.
Achso. Hä, du kannst doch Farben gehen, nicht ich. Nein, geh jetzt aus meiner Kuhfarbe raus. Digga! It's a prank. Jetzt muss ich hier nur rauskommen. Oh, was ist zu? Warum hättest du Kühe? Ja, da sollen nur zwei drinnen sein. Außer nur zwei. Ey. Ey, lass die kleinen Kühe am Leben, ja? Alle kleinen lässt du am Leben. Nein. So. So. Ja, jetzt ist es so. Nein, Mann! Oh Mann, ich will auf dem Maus snipen. Das ist keine Schießbude. Mann! Ey, lauf. Fick dich, Kuh. Fick dich. Ja, ich hab ihn. Warum bist du tot? Hä? Warum hast du einen Pfeil? Warum hast du Scheibe hier in deinem Rücken? Ja, weil du mich abgeschossen hast. Bist du irgendwie dumm? Warum? Ich hab dich doch nicht abgeschossen. Doch, hast du. Guck meine Aufnahme. Okay. Nein, ey, Lukas, lass es, bitte. Ja, okay, jetzt lass es. Ich wollte nur eine einzige Kuh, weil ich hatte noch ein einziges Eck. Na gut, ich komme mal weiter. Als ob. Ach, du bist weg. Hä, wieso bin ich ein Wichser? Junge, die kann ich überfliegen. Mann, ich muss ein Quältes lang fliegen, Mann. Wieso bin ich besonders, ne? Für was? Guck mal, wir fliegen die ganze Zeit. Warum haben wir da eine Bahn gebaut? Keine Ahnung. Wir fährt ein Lehrer. Ein leeres Minecart. Nick, wir haben Minecraft-Bug. Was denn? Ist noch eine Aufnahme, ich nehm's gerade auf. Ja, guck. Okay. Ich hab's aufgenommen, so halb. Guck mal. Hä? Das Ding, hier war eine Lore und ist hier außen lang gefahren. Am Zaun lang einfach. Ich hab's so ein bisschen aufgenommen. Ein kleiner Videoschnitt habe ich gemacht. So. Ich brauche wieder Kabel. Meine Map lädt nicht. Was? Der Airspace ist immer noch zerstört. Was ist gerade von dem zerstört? Ich hab gerade gedacht, der Airspace wäre noch zerstört, aber der See ist nicht mehr. Aber es kann uns egal sein. Das ist ja eher Airspace. Hat er sich selber zuzuschreiben? Wer hier im Projekt nichts macht, hat Pech. Nick, holen wir eigentlich dann den Erik mit in das Projekt? Keine Ahnung, kommt drauf an, ob er überhaupt noch mitmachen will. Ja, stimmt, weil wenn er jetzt sagt, ey, ihr habt mich schon wieder geprankt oder so. Ey, guck mal, da wollen sie mich schon wieder pranken, das ist echt hart. Ja. Guck mal, wir haben den noch ein einziges Mal haben wir den geprankt. Und zwar leicht. Ja. Das ist wahrscheinlich von deinen Zuschauern, der es noch nicht gesehen hat. Wir hatten eine Nacht ungefähr, hatten ihn die ganze Zeit eben nur geprankt. Indem wir einfach nur aufgestanden sind, zu seinem Haus gelaufen haben, ihn ein bisschen genervt, mehr nicht. Und wir haben eben sein Schild, das Schild ausgetauscht. Und als er gesagt hat, ich hab keinen Bock mehr oder so, auf das Projekt und so weiter. Haben wir einfach eben die Hälfte, so ein Stück von seiner Fassade eben weg, von seinem Haus und so weggerissen. Ja. Und als wir das weggerissen haben, haben wir ein Bild gemacht und haben das dem geschickt. Dann hatte der gesagt, ich hab Bock mehr auf das Projekt und so weiter, wenn ihr das nochmal macht. Und er hat sogar gesagt, dass wir uns melden sollen, wenn wir wieder Dings spielen. Ja. Besonders, ja, so. Ne, er sagt halt einfach noch, meldet euch bitte, wenn wir spielen wollt und so weiter. Der ist irgendwie schon so hart aufgepisst war, dass er einfach gesagt hat, ich hab keinen Bock mehr. Der macht die Sachen zu Ende. Ja, ist so. Seine Base ist ja noch nicht mehr zu Ende. Ja, ich hab das Gefühl, der baut die gar nicht weiter. Macht er auch nicht. Der sagt die ganze Zeit nur irgendetwas, was er machen soll und selber macht nichts.
Ja, der sagt uns, was wir machen sollen, obwohl wir alles bauen auf dieser Map. Wir sagen, ja, Erik muss auch mal was machen. Was macht der? Ja, ihr müsst, ich baue gleich. Hey, und er baut gar nichts. Gar nichts. Ist so. Eigentlich müssten wir wirklich die Cobblestone-Generator abbauen. Ja, und bei uns in die Basis stellen. Ja, ist oder bei uns an der Außen oder bei mir an den Außen. Ja, und Erik ist doch voll egoistisch. Guck mal, als du den, der es da reingestellt hat, hat er gesagt, ja, nur ich darf den benutzen. Ja, ist so. Nur ich darf den benutzen. Für was habe ich ihn? Erstens, warum habe ich zwei gebaut? Warum habe ich zwei Dinger gebaut? Richtig, ich habe deswegen zwei Teile gebaut, also damit wir...